Was geht ab, meine OZ-Fighter? Oh, Saruya, Boys and Girls, wir haben wieder offizielle News für Dragon Ball Sparking Zero aus den V-Jump-Scans von diesem Monat. Schaut an die Besthype und ich begrüße euch an der Stelle recht herzlich zum Video. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben auch die offizielle Bestätigung bekommen seitens Dragon Ball, der Homepage, deren Newspage. Und zwar, dass wir für Dragon Ball Sparking Zero monatliche News bekommen. AKA, das haben wir jetzt schon in den letzten Monaten bekommen. Das heißt, so mehr oder weniger gängig können wir sagen, ist aktuell, dass wir monatlich zu den V-Jump oder mit den V-Jump Scans an der Stelle neue Charaktere vorgestellt bekommen. An der Stelle seht ihr, ist das schon der, das sind schon die vierten Daten der Charaktere, die wir so bekommen haben. Und zusätzlich dazu erschien auch bisher immer ein Trailer. Das heißt, wir können eventuell so bis Ende diesen Monats einen Trailer erwarten, definitiv. Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, und zwar gab es in der Community, wie soll ich sagen, also ein Unternehmen oder eine Gruppe hat das Release-Datum von Sparking Zero geratet in Singapur. Man muss jetzt schauen, inwiefern das stimmt und oder nicht. Es kann auch nur ein Platzhalter sein, etc. Also getrademarkt, besser gesagt. Ich habe jetzt nicht so viel drauf Wert gelegt, weil die haben 2024 genannt. Und ich meine, ja, die ganze Welt erwartet ja so oder so, dass es entweder 2024 so Ende des Jahres kommt oder 25 Anfang. Deswegen diesbezüglich, also bezüglich Release-Date sind wir noch mehr oder weniger im Schatten, würde ich meiner Meinung nach sagen. Aber wir könnten eventuell demnächst hoffentlich ein Release-Datum bekommen. Ich denke nicht mit dem Trailer zu diesen Charakteren, nope. Aber eventuell nächsten Monat hoffentlich. Nächsten Monat ist die Summer Games Fest 2024. Nachdem es die E3 ja nicht mehr gibt, ist sowohl die Summer Game Fest als auch die Gamescom tatsächlich eine wirklich wichtige Quelle für Publisher, Entwickler etc., wenn es um Videospiele geht, vor allem Summer Game Fest. Boys and Girls, das und Bandai Namco nimmt daran teil. Also das war das Wichtige, was ich sagen wollte. Bandai Namco nimmt daran teil. Bandai Namco ist ja der Publisher von Sparking Zero. Unsere Zeit ist das an der Stelle am 7. Juni 2024 um 22 Uhr. Markiert euch das im Kalender, euer Boy. Beruhigt euch. Hey Star, wir werden uns das Ganze gemeinsam live angucken an dem Datum twitch.tv/otrosons. Der Link ist in der Beschreibung. Ich bin so drauf gespannt, ne? Ich hoffe, wir bekommen da einen Big Trailer, Big neues, also neues Footage und dann ein Release-Datum, so das passt auf. Also das jetzt, ich weiß von nichts, okay? Oh Gott. Das sind einfach nur reine Spekulationen, Wünsche von mir. Wenn im Summer Game Fest das Release-Datum des Spiels veröffentlicht wird oder offiziell angekündigt, bestätigt wird, dann hoffe ich, und sagen wir mal, Reset ist 24 oder sei es Anfang 25, dann hoffe ich, dass wir das Spiel auf der Gamescom bereits anspielen können. Gamescom immer noch tatsächlich eine große Messe, gerade um Spiele anzutesten. Auch wenn es in den letzten Jahren eher geschiftet ist, so. Aber ey, das Ding ist trotzdem so eine Videospielmesse. Puh, ich weiß. Ey, ich hab euch gerade richtig heiß gemacht. Aber ich betone, das sind nur Spekulationen meinerseits. Kommen wir zurück zu den V-Jump-Scans von diesem Monat. Ich hoffe, wir bekommen Trailer nächste Woche oder so. Falls ja, werden wir das auf jeden Fall handhaben. Also auch die News, die in Zukunft kommen werden. Also auch wenn das Spiel droppt. Das heißt, wenn ihr rund um Dragon Ball Sparking Zero alle Videos nicht verpassen wollt, würde ich mich auf jeden Fall auf ein Abo freuen. Vielen lieben Dank dafür. Und in den V-Jump-Scans von diesem Monat wurden neue Charaktere vorgestellt. Thematik ist New Generation Saiyans. Und wir haben an der Stelle Goten, Trunks, Kalifla, Kale, Kefla und Gotenks revealed bekommen. Also unter anderem auch Fusionen. Ah, warte, ich wollte das so machen. Boom. Also lasst das Ganze mal ein wenig auseinandernehmen. Ich habe die Übersetzung noch nicht bekommen. Dementsprechend gehen wir mal, ja, einfach so visuell drüber. Gut, ich meine, wir sind Kid Trunks. Das ist auch zum allerersten Mal, dass wir ihn gesehen haben. Das heißt, ein weiterer Charakter-Slot ist für Base schon gesetzt, für Super Saiyan Trunks, okay. Selbes geht für Base Gotenks, kämpfte gegen Kere und Super Saiyan Goten. Okay, sehen ja sehr, sehr ähnlich aus, die zwei Kids, ne, vom Charaktermodell. Ich sehe jetzt nicht allzu sehr den Unterschied. Ich meine, sind auf der, wir haben auch eine neue Map. Ich meine, wenn wir auf die Maps achten, soll es auch eine neue Map sein, ne, World Tournament Map.
Ja, einfach gibt euch gut in World Tournament auf der Erde gegen Kayle, genau das. Das ist insane. Base Kalifla, ja, mit einem Pfeil, stark davon aus, deutet auf die Transformation in into Super Saiyan Kalifla. Könnte auch Super Saiyan 2 sein, wobei die Blitze fehlen. Into Super Saiyan Kalifla. Base Kayle into, das ist ihre Super Saiyan 2 Form, oder? Bzw. hat die den Super Saiyan 1 auch Super Saiyan 2 Form, aber kontrolliert halt, ne? Also nicht Berserk. Also weitere Charakter-Slots. Dann, das ist insane. Das ist insane, ne? Oh Gott, ich muss mir irgendwie Japanisch beibringen, Leute. Wirklich, dass wir das einfach direkt auseinandernehmen und nicht auf Übersetzung oder so warten muss. Gibt euch. Wir sehen hier, was ist das für ein Modus? Was ist das? Kleine Korrektur an der Stelle zu diesem Screenshot. Hier steht 5-5. Das ist der 5 vs. 5 Team-Battle-Modus. Das sollte die Bestätigung dafür sein, dass wir 5 gegen 5 gegeneinander uns batchen können. Ey, das wird so geil. Ohne Witz, Sparken Zero, Mann. Das ist so ein geiles... Das wird so ein brutales Spiel, hoffentlich, Mann. Wir sehen hier Kalifla, Goten, Kayle und Trunks. Und das sind ja... Also, das sind ja die Fusionscharaktere. Guck mal. Dann sehen wir Gotenks. Tada! Richtig cool mit den Ghost-Kamikazen. Super Saiyan Gotenks. Und hier sehen wir Kayle. Mit ihrem Angriff. Das ist ein sehr kleines Bild, ne? Es sieht ein bisschen, also, weil ich habe jetzt diese exakte Pose haben wir in so vielen Spielen gesehen und da war das viel, viel brachialer mit den Effekten und der Angriff selbst etc. So Blitze links und rechts überall, was weiß ich, schieß mich tot oder in Fighters zum Beispiel sieht das geistkrank aus. Hier ist ein bisschen simpel gehalten tatsächlich, bin mal gespannt, ob da noch mehr rausgeholt wird. Aber, ja, irgendwas deutet da drauf hin, ne? Hier steht auch eine Zahl, also Super Saiyan 2 Kefler. Fusion, also na klar, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass man Charaktere fusionieren kann mitten im Kampf, definitiv. Warum sollte man das weglassen, so, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, boah. Junge, Rage, on God, Rage einfach. Spartan Zero, warum gibt's das Spiel bisher noch nicht? Ich hätte es wirklich liebend gern jetzt schon, aber ey. Sie sollen sich ruhig Zeit lassen, das Ding wirklich fertig rausbringen und nicht so halbherzig oder so. Aber immer, wenn wir ein Schnipsel von News bekommen, ne, ich mach mich da irgendwie immer selbst heiß einfach. Naja, lasst mich wissen, wie ihr das findet mit den V-Jump-Scans, als auch die Infos, ne, Summer Games Fest, Boys and Girls. Haltet die Augen offen, ich bin auf jeden Fall am Start da. Würde mich freuen, wir machen uns einen gechillten Abend, wir gucken uns das auf jeden Fall live an. Und ansonsten hoffe ich natürlich auf den Trailer. Bisher war es ja so, wir haben V-Jump-Scans bekommen mit einer Thematik, da wurden Charaktere vorgestellt. Und dann haben wir noch einen Trailer zu bekommen, also ich gehe stark davon aus, dass ihr dann hoffentlich... Ende des Monats, ne? Nächste Woche ist ja mehr oder weniger Ende des Monats, dass wir da dann Trailer bekommen, werde ich auch drauf reagieren, etc. Schauen wir uns auch an. Und. Okay, Boys, ich wünsche euch alles Beste, and Girls, und wir sehen uns dann auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Peace. I'ma get a